jetzt inmitten des Himmels können Engel Angst spüren. Glänzenden Himmel im Chaos, denn bald wird nichts davon sein, nur ein Gelächter. Akt 4. Adrias Verrat ist vollendet und Leas Seele ist verloren. Durch sie ist Diablo als oberstes Übel wiedergeboren worden. Mit der geballten Macht der Hölle unter seinem Befehl. Die hohen Himmel erzittern. Die Engel stehen Diablos Ansturm hilflos gegenüber. Nur ich kann alles zum Guten wenden. Und das Böse Diablos für immer auslöschen. Hey, jo. Außerdem, dann geht's da weiter mit dem Swobark im Hardcore-Modus. Einmal tot, immer tot. Schauen wir mal, wie weit wir schaffen. Bin ja doch schon ein bisschen weitergekommen als im vorgängigen Charakter, dem Dämonenjäger. Bin ich ja mal gespannt, wo es hier hingeht. Mit dem ging es doch ganz gut voran. All diese sinnlose Zerstörung. Imperius, ihr wollt Diablo doch nicht etwa erneut gegenübertreten. Eure Wunden sind kaum verheilt. Die Himmel stehen in Flammen. Das ist eure Schuld, Joel. Und ihr, Nephalem, werft einen Blick auf das, was euresgleichen angerichtet hat. Ich weiß, was in ihm vorgeht.
aber wir müssen... Das Diamanttor gab es schon, seit das erste Licht die hohen Himmel berührte. Das ist Diablos Werk. Ihr habt vor langer Zeit... Tyrael, ihr habt an uns geglaubt. Ihr versteht das nicht. So, verstehen wir es nicht. Machen wir es einfach. Es wird das Letzte sein, was du sehen wirst. Ich sage, vernichte den Nephilim. Vielleicht sind es auch schon die letzte Minute von mir. Ich fürchte euch nicht, Nephilim. Ihr werdet nichts als den Tod in diesem ewigen Leib sehen. Feuer, ich mach mir Sorgen um das Feuer von dem. Der macht immer so übelst Feuerschaden. Die Armeen der Hölle werden euren Leichnam zermalmen. Die Schatten werden eure Seele verschlingen. Schatten werfen, den habe ich mal geschickt, ja? Nicht genug Mut. So, findet Tyrael. Die uralten Texte beschreiben Schreckensdämonen als unbezwingbare Feinde, als Diablos fleischgewordene Träume. Sie tauchen im Schatten auf, um ihre Opfer zu foltern. Und verschwinden auch wieder im Schatten. Das war ja auch nicht Diablo, ja. Um einen Nora drin in den Wahnsinn zu treiben. Bei Diablo habe ich so meine Angst. Ich werde sie finden und den Himmel die Hoffnung zurückgeben. Das geht ja erst am Ende dann. Uiuiui, bum, bum, bum. Unsere Feinde lauern überall. Ich brauche Wut. Mehr Wut. Ich brauche mehr Zeit. Diese Feinde sind unglaublich. Das geht noch nicht. Ah, hat's mich doch noch erwischt. Was gibt's da? Was gibt's da? Ding. Oh, nichts Besseres. Und
Für den wäre was besser, hä? 71 Stärke. Ja, Leben pro Treffer. Nö, kann ja nicht sein. Da ist vielleicht was, hä? 140 Stärke. Blockchance. Oh, lassen wir mal die Blockchance, oder nicht? Nehmen die Stärke, da macht man mehr Schade. Eine gute Wahl. Ja. Und waffenmäßig hat er ja meine. Ups, falsches Teil. Durch nichts. Okay. Mehr Buch. Nicht genug Rot. Diese Verderbnis blockiert meinen Weg. Wie gehst du damit durch, hä? Euer Geist ist von dieser Beleidigung. Jawohl, da gab es was Besseres, mehr Stärke. Ah, okay, der andere hat zwar. Zähigkeit ist wichtiger für mich, würde ich jetzt mal sagen. Dann halte ich mehr aus, deswegen nehme ich Zähigkeit her. Okay, 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 okay. Die Seelen dieser Engel sind hier eingeschlossen. Was für ein schreckliches Schicksal. Halten wir mal ein bisschen. Gut, betreten wir mal die Bibliothek. Und jetzt tötet Ragnar. Da, der, okay. Klubum, bubum, bubum. Der ist der Übel im höheren Level, der kommt und macht direkt Schaden. Okay, gut, hä? Ein letztes Stück Hoffnung besteht für mich noch. Okay, ja gut, die machen doch ziemlich was aus hier, die barbarischen Uranen. Einhand 100. Ah, nur Barbar, sonst hätte es jetzt gerade dem gehen. Sonst hätte es jetzt gerade dem gehen, weil der erste bessere hätte, aber ich habe da eine bessere Waffe. Ja. Ja. Dann gucken wir mal. Ja. Gewährt 29 Leben pro verbrauchter Wut. Wenn ich die Stärke wegnehme dort, dann hätte das aber weniger Stärke. Ja. Das heißt aber, es ist halt dennoch immer noch schlechter. Dann nehmen wir es lieber. Ja. Das ist auch nicht gut. Gut. Ihr seid nun losgelöst. Mit meinem Segen könnt ihr nun Diablos Verderbnis fangen. Das wäre mir eine Ehre, Lady. Ja, ja, der liebe Diablos. Ich habe Diablos Champion besiegt und Hoffnung wiedererstehen lassen. Ich dachte auch, Tyraids Glaube würde wiederhergestellt werden, aber er bleibt verschollen.
Wie dem auch sei, ich werde Diablos Höllenportale nun zerschmettern. Gut, also, Gärten der Hoffnung, Ebene 1, komm. Hüpf rein. Wenn ich mich recht erinnere, war die Verdarknis im Nordosten am stärksten. Nordosten. Nie ohne, hä? Euer Geist ist von diesem Leid befreit, Engel. Ja, nee, ja, froh bin ich froh, hä? Wir wollen in dem Fall erst da offen und dann rüber, wenn wir noch Osten gehen, hä? Oihihihi! Ah, die müssen auch immer Futsäckle, Mann. Geh einfach den. Jetzt säckelt er gerade in die andere Richtung. Du kleiner, frecher Goblin, Mann. Das ist doch Zeitverschwendung, immer denen hier hinterher säckeln, Mann. Oh, ey, wie ein räudiger Hund, Mann, der segelt mir davor, ey. Das glaubst du nicht, als wenn er krank wäre. Und was gibt's? So ein Scheiß. Ein Ring. Und eben auch so ein Scheiß. Hä, wo ist das? Tor zur Hölle? Da ist es ja gerade. Okay. Mein Licht, diese dämonische Verdammtheit wollte ich nie wiedersehen. Der Angelusrat setzt sich aus 5 Erzengeln zusammen, die gemeinsam über die hohen Himmel herrschen. 7 entscheiden über die Gesetze, an die sich alle Engel halten müssen. Jeder von ihnen verkörpert einen reinen Aspekt der Schöpfung. Tapferkeit, Gerechtigkeit, Hoffnung, Schicksal und Weisheit. Niemand hält mich zurück. Okay. Gute Nacht, Nefalle. Diablos bösartige Diener können dieses Höllentor nicht mehr benutzen, um in die silberne Stadt zu kommen. Das ist nicht das einzige Tor zur Hölle. Der Sturm und der Diablo wollten niemals abreißen. Da ist nix, Mann, da ist nix. Gab's mir ja, oder was? Findet und vernichtet den verderbten Auswuchs auf der zweiten Ebene. So.
Ja, dann gehen wir jetzt erstmal schnell die Tasche wieder leer machen. Und vielleicht können wir da gerade noch weitermachen. He? Nee, ja, da ja noch nicht. Da ja noch nicht. Okay, wechseln wir das auch wieder raus. Ja. So. Okay. Steinchen rein, Steinchen hin. Könnte ich da noch was anderes reintun? Ja, Vitalität gibt es mehr. Ja. Weg, dann wäre das Amethyst, dreimal herstellen, könnte ich da nicht, da habe ich jetzt weniger, also stellen wir da gerade zwei Stück her, das da, und dann machen wir die auch gerade noch hinein, so, dann hätten wir da hätten wir da? 40? Ja, nicht ganz doppelt so viel. Ja. So, ein bisschen mehr Vitalität. Ja. Nee, da habe ich keine andere mehr. Da kann ich auch keine andere drin tun, da habe ich schon. Okay. Kurz wieder. Mit den hoffnungsvollen Gärten. Ja. Euer Geist ist von diesem Leid befreit, Engel. Zu wenig rum hier, da ist noch ein gesegneter Altarraum. Es gibt mehr als genug Feinde hier oben. Diablo verliert keine Zeit. Dank eurer Klinge wird das Dämonenblut schon bald in Strömen fließen, Cormac. Na, gehen wir da noch schnell rein. Ne? Ich gewinne, doch nicht bereits. Ha? Komm jetzt. Unheimlich, was los da drin? Tja. Umwerfen lassen. Das war nicht umwerfend, die Geschichte hier drin. Gibt es da noch eine andere Ecke?
Nö, Zeitverschwendung. Ja, so, so, mal gucken, ein Level mehr. Ah, Revenge. Mein bevorzugtes Talent, was gibt's Neues? Stoßt Gegner zurück, wenn Revenge benutzt wird. Ja, ich will doch niemand wegstoßen. Das ist eine Notfallskillung, irgendwie, wenn er Panik hast. Kriegsschrei, ich habe einen Kriegsschrei, nein, ich habe Kampfrausch. Was gibt es da Neues? Erhöht maximales Leben um 10 oder eure Lebensregeneration um. Wie lange ist es aktiv? Zwei Minuten. Also, oder könntest du permanent das machen, he? Wenn du nur gut hast, kannst du immer wieder erhöhen. Und 20 Sekunden lang, ja, und 20 Sekunden Abklingzeit, hast du genug Zeit, musst du aufbauen und kannst das nicht benutzen. Eben, das brauche ich nicht, das will ich nicht. Ich lasse es bei dem, was ich jetzt habe. Ich schreie gern, ich schreie nicht so gern rum. Oh je. Wie könnt ihr es machen, in die Heiligkeit der Himmel einzutreten? Das sind die, die explodieren. Wir gehen mal gerade auf die Seite. Oh, lala. Scheint sich rentiert zu haben. Mal gucken, jetzt muss ich wieder wechseln. Jetzt habe ich zwei einmal an einer Hand gehabt. Hoffe, sie ist deutlich besser. Ja. Da kann ich sogar noch sockeln. Dann wechseln wir das gerade. Es gibt sogar noch Leben. Ja, ja, deutlich wechseln muss gerade schnell. Ich kehre in die Stadt zurück. Dann kann ich die Waffe da gerade im Inventar jetzt gehen. Dann kann ich die mit dem wechseln. Jawohl. Jetzt habe ich aber dafür nichts zum Sockeln. He? Ah, das wechseln wir auch gerade aus. Das gibt Stärke. He? Und zwar mit ein paar Barbaren. So. Und zwar, ich meine natürlich mit dem Tempel und mit dem Baba. Hals. Ich werde es benutzen. Den Jim Modesto gerade recyceln. Der hat eine spezielle Eigenschaftsgruppe, die mir jetzt gefallen. Okay. Aber jetzt, was mache ich in die Waffe rein? Kritische Treffer um 80% erhöht, jawohl, das ist gut, weil mit meinem Kampfrausch, da Kampfrausch, habe ich kritische Treffer, heilen euch und eure Gefährten und Diener bis zum 991 und wenn jetzt die kritische Trefferchance nochmal erhöht ist, ist da die Chance für eine schnelle Regeneration auch gut. He? Deswegen habe ich jetzt das gewählt mit dem. Hat zwar keins für Stärke gehabt, aber das ist ja fast zu gut, würde ich jetzt mal sagen. Dann nehmen wir das. Gärten der Hoffnung. Nee, ich muss da wieder rein. So. Und. Ja.
Jemand Lust mit mir zu zocken? Nö. Ihr Anzug steht kurz bevor wir fallen. Du kannst dich nehmen. Beim Licht, diese dämonische Verdachtheit wollte ich nie wieder sehen. Explosion, kaputt der Wacker. Die Höllentore sind geschlossen. Wir haben meine Erwartungen weit übertroffen, Eva. Aha, Ebene 2. Die Höllentore sind geschlossen. Unwichtig. Weil es uns an diesem hohen Himmel nicht zu sein. Die ganze Schöpfung wird das Reich des Grauen sein. So, so. Ein Ritterschwert. Ja, man merkt schon, macht mehr Schaden. Das brauche ich dann schon am Schluss bei dem nächsten guten Boss. Aber es ist nichts, ich wollte es gehabt. Killer! Die Vorfahren sind mir heut. Nix, nix. Nix. Euer Geist ist von diesem Leiter halb. Oh, runter, 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 da knallt's. Ja, mein Freund, aber wir müssen uns beeilen. Ich verstehe es endlich. Euer Volk stellt sich dem Tod und der Finsternis jeden Tag. Trotzdem findet ihr den Mut, weiterzumachen. Jawohl, und er darf noch eine Liter laufen. Hä? Ah, da hätten wir was Besseres. 98 Stärke. Hä? So. Das wird helfen. Da hätten wir da und nichts Besseres für mich. Nö. Mehr Honig, aber weniger Schaden. Schaden von Überwältigen, nein, habe ich nicht, aber. Also, weiter, wir gewinnt. Gut. Es ist schlimm, wie weit sich diese Verderbnis schon ausgedehnt hat. Ja, es ist so, wie weit dehnt man sich aus? Wenn es heiß ist, weit. So, abbrechen, weitermachen, los. Wo ist der Portal dran? Wir können nur noch hoffen. Genau, hoffen wir einfach mal.
Silberner Turm bekomme. Diablo hat vor, den Kristallbogen auf dem silbernen Turm zu verderben. Wenn er das schafft, werden die Himmel fallen. Alles ist auf diesen Moment hinausgelaufen. Tyrael und ich werden uns bis zur Spitze durchschlagen, wo ich Diablo endlich gegenübertreten werde. Ja, ja, Diablo. Da ist auch in Diablo 3 eine Zitterparty mit seiner Scheuerspuckerei. Wenn ich da so gucke. Resistenzen, Feuer, ja, zum Glück, Feuer habe ich die größte Resistenz. Ja, okay. Ist nur ein Drittel, aber immerhin besser. Feuerresistenzen kann ich keine reinmachen. okay. Gehen wir es dann einfach an und hoffen das Beste. Ja. Ja, schade, wenn es da schon fertig wäre. Wie fühlt sich das an, zu wissen, dass ihr mir dabei geholfen habt, zum obersten Übel? Wie konntet ihr meinen eigenen Mann dazu bringen, mich zu töten? Ich hätte gerettet werden können, aber ihr habt es schon mit mir zu zeigen. Das ist sie. Oh je, weg. Die Strahlen mag ich gar nicht. Die Strahlen mag ich gar nicht. Besseres? Ein Höllenlohn. Schon gewechselt vorher. Da hinten hat noch mal etwas. Ja. Oh je, die war wie frieren. Die wollen mich einfrieren hier. So, Level weiter. Schnell gucken, was wir machen können. Ich da noch in Angriff. Irgendwie. Nee. Auf der Boden, was er zischt. Okay, Waffenwurf. Nee. Speer der Uranen. Ja, vielleicht gar nicht so schlecht mit Diablo nachher, bis auf die Stand zu haben. Wobei, ja. Ja. Ja, für Diablo vielleicht nachher gar nicht mal so schlecht, den Speer der Uran zu nehmen. Schauen wir mal. Wenn ich den Frieg nur noch wechsle, du, he? Ich denke, ich werde das dort mit dem probieren. Ja, aber den muss man dann auch noch treffen, das ist wieder eine andere Sache. Ja,
Das Treffen muss man auch noch, ne? Okay, muss ich da durch, oder muss ich oben durch, muss ich unten durch, muss ich oben durch, ich weiß nicht genau, wie es ist. Okay, wir müssen oben lang. Die Schatten verfolgen mich. Ein bisschen frisch machen da, es ist ein bisschen warm. He? Heute war wieder fast 33 Grad. Zum Glück war es Street Raid nicht so warm. Das war super ideales Wetter. Richtig ideal angenehm fürs Feiern draußen. Nicht zu heiß, nicht zu kalt. Perfekte Temperatur, finde ich. Ja, jetzt kommt die Strahlen wieder da. Ja. Die Strahlen gefallen mir gar nicht. Die machen die nicht wirklich was aus hier. Warum macht das so gute Resistenzen? Habe ja nichts dagegen. Ich bin ja eine Stufe höher gegangen in der Schwierigkeit. Also ja, hey, höher als normal. Als er noch unter den Engen war. Aber nach einiger Zeit wurde er des Kampfes gegen die Dämonen müde. Und er begann im Geheimen mit den Dämonen ein Bündnis zu schmieden und Frieden zu erreichen. Der Dämonen Lilith wurde zu seiner ersten Verbündeten geheiratet. Und viele andere Dämonen und Engel schließen sich an. Große Spanne! Moment. Irgendetwas ist hier anders. Sieh zu mir, dein ehemaliger Waffenbruder. Sieht aus, als wären wir beide im Unnale gefallen, Troy. Komm schon, erlöse deinen ehemaligen Leutnant. Wer bist du? Komm. Ah, wie so weit. Ah, ich bin schon hingefroren, Mann. Wie alter Mann, das Todesdreif auf euch hält. Wie hast du gemerkt? Erneut hast du versagt, Dwayne. Die Verdammnis kann nicht aufgehalten werden. Wenn die Hölle zufriert. Und erbiete die zerstörte Leben. So, nichts Besseres. Und 92 Stärke. Natürlich ist es besser, hä? Da kann man erst noch was drisockeln. Ich muss zurückkehren. Das muss ich jetzt, jawohl. Ich muss schauen, was ich drisockeln kann für den Begleiter. Sonstiges, Vitalität. Yeah.
Widerstand gegen alles. Ja. Widerstand gegen alles ist sonstiges. Da habe ich schon drin. Ne? Ich wechsle da mal aus. Ich wechsle da mal aus. Der Diablo kommt. Ne? Der Diablo kommt jetzt dann. Dann setze ich das da rein. Und Widerstand gegen alles nochmal. So. Dann habe ich jetzt Befür fast 40%, ja. 39 und 20%, ja. Das sind etwa 40 dann. Ja. Das sind die reichen. Und sonstiges ist 20 Stärke. Das kann ich dort reinsockeln. Und somit macht er noch ein bisschen mehr Schaden. Ausgezeichnet. Ja. Aber den kriegst du nicht richtig hin. Der macht halb so viel Schaden wie bei mir, aber oh, ist nicht schlecht, danke. Waffe hat er 132. Den Rest kann ich nicht machen. Da gibt es noch. Ja, da hätte ich noch einen können herstellen. Nein, lassen wir es einmal so. Aber so, alles auf Stufe 10. Jetzt muss ich dann später weitermachen, wenn ich dann Arten des Todes bekomme. Das geht jetzt noch als Titel. Ja, machen wir Platz. Das, wo noch kommt. So. Jawohl, dann muss ich da zu der großen Spanne. Mehr Wut. Aha, ja, gesehen, Schäfer, da wäre ein gesehen. Es ist nicht mehr weit. Ich hoffe nur, dass er noch nicht zu spät. Ich als Spur, ihr haltet euch für einen Held. Da, ein würdiger Gegner. Da lasst noch nicht mal was. Halleluja. Also das Gefühl, ich muss ihn ja mehr holen. Ne? Jawohl, die Armee macht es aus. Ja. Die machen es aus. Ihr Turm war eins von unermesslicher Schönheit. Die machen es definitiv aus. Ja. Thank you.
so, was hättest du gehen? Einhand. Jawohl, Einhand und 52. Natürlich deutlich besser. Ich kehre in die Stadt zurück. Wechsel nochmal gerade aus. Ich bin es die ganze Zeit am Optimieren. Ich möchte nicht riskieren, dass ich wegen irgendwas drauf gehe. Deswegen ist es mir auch wichtig, dass mein Begleiter gut ausgerüstet ist. Das kann er auch nur, wenn es ganz wenig ist, etwas Kleines ausmachen. So. Das wird mir helfen. Jawohl. Und da hat er nur CA-Stärke. Ja, habe ich nichts anderes. Ich habe doch gedacht, ich habe noch Rolls. Ah ja, keine Rolls mehr. Gut. Das wär's denn. Ja, da war doch was. Die große Spanne. Okay. Können wir da mit dem, wo ich komme, ja. So. Da habe ich mal ein bisschen durcheinander, wo bist du gekommen, wo musst du fahren. Öffnen wir auch immer. He? Man weiß nie, was drin ist. Ich brauche mehr Zeit. Boah, man sieht nichts, wenn das Zick runterfällt. Halleluja. Ich habe einen langen Kampf gefasst. Ah, es ist wie das ganze Bild versperrt. Das ist voll kacke. So. Ich mag das überhaupt nicht im Hardcore-Modus, wo man nicht sterben sollte. Okay. Die Himmelsszene, ich glaube, ich komme langsam nachher der Tee, wo ich hieß will. Hä? Jawohl, jetzt ist er gefallen. Das Tor ist geöffnet. Unsere Schlacht. Es war mir ein. Gehen wir zum Kristallbogen. Findet Diablo genau. Jetzt werde ich das machen, ob das gut ist oder nicht. Werde ich dann später herausfinden. 0,9 Schaden mehr. Nee, weniger Erholung. Dann behalte ich das, was ich habe. Also ich wollte hier wechseln. Ja toll, jetzt kann ich hier nicht mehr wechseln. Das habe ich mir noch fast gedacht. Hätte vorhin wechseln sollen, jetzt kann ich hier nicht mehr wechseln. Unmöglich. Na denn. Gute Nacht, Ratewechsel. Ich
hätte lieber einen Fernangriff gehabt, aber das geht leider nicht mehr. Könnte höchstens auch und auslocken, aber kein Feigling, jetzt mache ich es halt so fertig, passt aus. Leute, mein übelster Gegner, von dem ich am meisten Schiss habe, kommt jetzt. Der liebe Herr Diablo persönlich. Cooldown, ja, ist gut. Mein Ruf der Uran habe ich. Also kann es losgehen. Lasse ich gleich zu Beginn los, ist auch nicht ideal, weil es geht in ein Schattenreich rein. Ich sollte im Schattenreich schnell wegkriegen. Das ist es. Okay, Daumen drück. Jetzt hat der Schweinepriester mich einfach heil gekessen. Scheiße. Kesselt dich sofort in die Klingen rein, in seine Käfige. Hey. Fischi. Rennt einfach davor. Okay, im Schreckensreich muss ich ihn jetzt aktivieren. Da werde ich jetzt meine Zündungswaffe holen. Das muss schnell gehen hier, finde ich. Hier werden nochmal die Armee mit den Uran holen. So, und los geht's. Komm. Gelab von dir. Ja, das war meine Angst hier. Diese Aktivierung seines Feuers. Ich sehe nichts mehr.
Ja, genau das hier fällt mir gar nicht, dieser Strahl. Gut. Und die Uranen wieder. Und jetzt sollte es ein Ende geben. Ne? Ah, jawohl, ich habe es geschafft. Herrschaft des Schreckens. Neues Banner. Drache, okay. Gehen wir einfach mal weg. Okay. Weiß nie. Da kommt ja jede Menge raus. Ja, neue Stangenwaffe sogar noch, obwohl ich schon eine habe. Hä? Der Tag ist gemacht. Seid euch da nicht so sicher. Die Zeit wird es zeigen. Oh, cool, in den nächsten Akt. Tja. ja. Dann werde ich jetzt da mal das so machen, damit ich da in den nächsten Akt gehen kann. Ich werde den Stream kurz beenden. Und dann wieder neu starten. Ja?